Hallo zusammen, ich habe hier einen Solarkühlschrank. Ein Kühlschrank kühlt und ein Solarkühlschrank, wenn man ihn an die Sonne stellt, kühlt er nicht. Man kann den Kühlschrank also nicht an die Sonne stellen und denken, er kühlt. Vergesst das. Sondern dieser Solarkühlschrank, ich brauche ein Solarpanel, 150 Watt, das ist die Größe, ein Solarregler, der die Batterie hier lädt, ich brauche eine Batterie, hier eine 100 Ampere, und dann kann ich diesen Kühlschrank, solange kein Schnee liegt, betreiben. Solange Schnee liegt, habe ich wieder ein Problem, da bringen die Solarpanel nichts. Aber in der Regel wird so ein Solarkühlschrank im Schrebergarten bzw. Alphütte oder sonst wo betrieben und den nütze ich an sich vom Frühling bis im Herbst. Speziell an diesem Kühlschrank ist, es ist ein Cooler oder einer ohne Eisfach. Also ich habe hier keine Möglichkeit, Tiefkühlware einzulagern. Da haben wir andere Modelle, das verlinke ich euch in der Einkauf. Hier habe ich keinen Tiefkühler, durch das brauche ich weniger Strom, durch das brauche ich die kleinere Batterie und durch das brauche ich weniger Solarzellenleistung. Ja, wir haben eine Innenbeleuchtung, hier mechanischer, einfacher Thermostat, wo man die Temperatur einstellen kann, um die 5 Grad. Der Kühlschrank ist jetzt hier rechts gebandet, das ist Standard. Wir können den Kühlschrank auf den Rücken legen, hier unten die Scharniere wegnehmen und dann kann man den auch anderweitig verwenden. Wichtig ist, dieser Kühlschrank, das ist ein freistehendes Gerät. Freistehend heißt, das Gerät muss freistehen, ich kann das also nicht einbauen. Also wenn ich hier außen drauf eine Platte mache oder ein Brett von Möbel, dann wird der Kühlschrank ersticken, weil er die Wärme hier über das Außengehäuse abgibt. Der Vorteil, ich habe keinen Ventilator, ich habe nichts, ich habe eigentlich auch keine Verschmutzung. Ja, und es ist relativ günstig eingebaut. Wir schauen jetzt den Kühlschrank von hinten her an. Das ist der Kühlschrank von hinten. Wir haben hier ein BD35K drin. BD35K heißt, es ist ein Kühlschrank, der mit Isobutan läuft. Sehr viele 12 Volt Kühlschränke haben das Kältemittel R134A drin und das ist verboten, wenigstens in der EU, auch andere Länder, sobald das ein haushaltsdesigntes Gerät ist. Also das heißt, in diesen Geräten hier dürfen wir keine Geräte mehr in Betrieb oder in Verkehr bringen oder in Betrieb setzen. Das gilt auch für einen Endkunden. Er darf es zwar kaufen, wenn es hier R134A drin ist, aber er darf es nicht betreiben. Es gibt noch Geräte, die haben R134A drin. Also hier geht eigentlich nur noch R600A. 600 würde auch gehen. 290 oder Propen 1270. Jedes Kältemittel hat eine Nummer. Also 717, das ist das, was wir morgens brauchen, um die Zähne zu putzen und das Klo zu spülen. Einfach Wasser. Geht nicht als Kältemittel. Kältemittel und Kühlmittel sind zwei verschiedene Sachen. Aber das lasse ich jetzt. Wir haben hier Standard nur eine kleine Anschlussleitung von 50 cm. Und hier die Länge von hier bis zur Batterie, die ich vorher gezeigt habe, die Länge in Meter sollte im Querschnitt in Quadratmillimetern sprechen. Wenn die Batterie direkt daneben ist, einen halben Meter, dann kann ich theoretisch 0,5 nehmen. Aber nehmt das 2,5 sicher. Wenn ich aber 10 Meter davon wegfahre, dann sollte ich 10 Quadrat verwenden. Weiter haben wir hier eben die Dampfversteuerung. Oben habe ich den Plusabgriff für die Innenbeleuchtung und unten habe ich dann den Thermostaten. Der Kühlschrank läuft auf niedriger Drehzahl, also auf einem Energieverbrauch von etwa 3 Ampere Spitze. Ich könnte den aber hochdrehen auf bis zu 70 Watt,
Aber wichtig ist ja im Prinzip nicht, was er im Peak braucht, weil das bringt die Batterie ohne Probleme, sondern über eine Stunde im Schnitt oder über 24 Stunden. Den Katalog hier, den verlinke ich euch natürlich unten dran. Es kommt ein neuer ab Mai 2021. Da gehen dann auch die Preise hoch. Und hier im Katalog drin stehen hier die Verbrauchswerte. Bei 5 Grad innen, 25 Grad außen. Und der braucht 11,2 Watt. Wenn ich die Batterie, die da hinten steht, so ganz einsam, eine 100 Ampere Stunden Batterie, die 1200 Watt hat, kann ich diesen Kühlschrank, ohne dass von der Solarzelle was reinkommt, 100 Stunden betreiben. Aber ich muss ja rechnen, dass mal ein schlechter Tag ist oder zwei, oder ich habe mal am Wochenende fest, dann muss ich den Kühlschrank vollbeigen mit Bier. Das Bier sollte kalt sein, muss ich 2 Tage vorher machen, dass es richtig durchgekühlt ist. Und so brauche ich einen Puffer auf von der Batterie her, der, ich sage immer, 50 Ampere wären gut, 100 Ampere sind besser. Es kommt auch noch darauf an, wie groß ist sonst der Verbraucher. Habt ihr noch eine Kaffeemaschine, die ihr mal einschaltet, so kurz? Oder eine Brotbackmaschine in einer Alphütte, da mache ich euch auch ein Video dazu. Oder habe schon gemacht, das verlinke ich euch auch in der Endcard. Ja, das ist dieser. Und ihr seht, ich habe hier und hier kein Kühlelement. Ich gebe also die Wärme hier über das Kühlelement, also über die Außengehäuse ab. Es gibt eine Option, wenn ihr die einbaut, dass wir hier bei größeren Geräten einen Wärmetauscher hier reinmachen mit dem Lüfter. Aber das ist an sich nicht die Lösung, weil stellt das Ding frei und ihr habt keine Sorgen damit. Ja, eben wie gesagt, es gibt neue Preise. Den Katalog verlinke ich dann euch unten drin. Dann bringe ich euch hier ein Video über den größeren mit Tiefkühlfach, den WL160. Und hier drüben das mit der Brotbackmaschine. Und es gibt auch Leute, die sagen, ich kaufe mir so einen Wechselrichter, hänge den auf die Batterie und betreibe den Kühlschrank dann mit 230 Volt. Könnt ihr machen, dann braucht ihr doppelt so viel Strom, wie wenn ihr den direkt anhängt. Ihr braucht doppelt so viel Solarzellen und ihr braucht doppelt so große Batterie. Von dem her bleibt sich das gleich. Ich verlinke euch hier oben das Video vom WL160, also der große mit dem Tiefkühlfach. Dann hier mache ich euch ein Video von der Brotbackmaschine. Und hier unten ein Video mit dem Stromverbrauch mit und ohne Wechselrichter. Ich wünsche euch einen schönen Tag.